Okay, was ist das? Außer ein paar durchnässten Blättern ist nichts mehr von der Expedition hier. Scheinbar. Aber warum? Das wurde komplett zerstört. Schade. Schießpulver. Aber wofür steht die 3? Alter, die Musik. Hör auf, ich bin doch sowieso schon so ein Schisser. Ah, Munition. So eine Muschel habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Cool. Ah. Wie kann man sich schützen? Laut den von uns gesammelten Daten haben die Orte mit paranormalen Vorkommnissen einen starken, bisher unerforschten Einfluss auf das menschliche Gehirn. Wir haben eine Liste mit Lösungsansätzen erstellt, darunter Meditationstechniken und Beruhigungsmittel, um Fällen von Wahnsinn unter den Expeditionsteilnehmern vorzubeugen. Mit Nachdruck möchte ich anraten, von all den wirkungslosen Zaubern, Talismanen und religiösen Symbolen Abstand zu halten. Anstatt zu nehmen und stattdessen auf die eben genannten wissenschaftlich fundierten Methoden zum Schutz der Expedition zurückzugreifen. Professor H. Stark. Stark bisher unverschämt Einfluss auf das menschliche Gehirn. Die Liste mit erstellt darunter Meditationstechniken und Beruhigungsmittel. Ah. Was ist das? Schade. Ah. Metallteile. Und da sagt er nichts zu? Fischeberichte. Die zwei Oakmonter Fischer, L. Sullivan und B. Morgan, berichteten von mehreren großen Blasen und einem unerträglichen Gestank, der vom Grund des Meeres nach oben gestiegen war. Von J. Harvey erwarb ich die Probe einer merkwürdigen Substanz aus dem Meer. Angeblich entnahm er sie in der Nähe zahlreicher missgebildeter toter Fischer. Die Fische liegen zur Analyse vor. Mehrere Einheimische erwähnten einen Felsen, der vom Grund des Meeres nach oben wuchs und den Nebel in verschiedene Farben leuchten ließ. Die Einheimischen, die dies sahen, fühlten sich danach 2 oder 3 Tage lang krank und benommen. L.P. Stern erlitt schwere Verbrennungen, als er Teil des Felsens in seinen Keller abmeißelte, Proben zur Analyse vorliegend. Diese Exemplare glitzern auf sonderbare Weise. Ich frage mich, woher sie stammen. Darf ich nochmal? Ne. Interessant. H. Duck, Anthropologin. Die Anthropologische Fakultät der Universität von Oakmont begrüßt ihren Neuzugang Professor Harriet Duck. Ihre bahnbrechenden Entdeckungen hinsichtlich der Herkunft der Inuit-Stämme haben zu neuen Erkenntnissen über die Menschheitsgeschichte geführt. Professor Duck wird hier an einer neuen Expedition teilnehmen, von der man sich Informationen über die Ursache der Flut verspricht und darüber, was uns möglicherweise noch erwartet. Okay. Sonst nichts? Ich sag da nichts? Ja, ist normal. Ich hab auch so ein komisches Ding da bei mir drin. Harpunen. Hab ich noch was übersehen? Sieht mir eigentlich überhaupt nicht ähnlich, was übersehen. Ist. What? Ah, das ist geil. Entschuldigung, das ist echt geil gemacht. Oh, cool.
bin sicher. So fühle ich mich sicher. Ich dachte, ich kann mit ihm reden. Ihr Looten! Alter, hast du einen Arsch auf dem Loote den? Sollte ich das nicht machen? Er hat mir das auf mich gezielt. Ich. Was? Hä? Der Helm lässt sich wohl nicht mehr reparieren. Ja, war das gut oder schlecht? Er hat mit der Waffe auf mich gezielt. Ich dachte, hab ich jetzt jemanden umgebracht, den ich nicht umbringen soll? Oder was? Oder wie? Hä? So, ich bin jetzt runtergegangen. Da. Teilweise verbrannte Ladeliste. Folgendes muss geliefert. Geliefert W und leslich. Also werden wahrscheinlich. Grimhaven Bay, nicht später als Freitag. MKV Tauchanzüge 6. Sauerstoffbehälter und Pumpen 4. Konservendosen 18. Kisten. Persönliche Dinge 6 Kisten. Mit Namen Swirl. Forschungsausrüstung 7 Kisten, nicht zu verkaufen wahrscheinlich. Sauerstoffschläuche 24, Telefonanlage und Kabel 1, Stromgenerator 1, verantwortlich für und. Und jetzt? Ja, gesammeltes. Dokumente. Gefahren oder Tauchversprechen, ne? Dankenspiel, Ladeliste, toll. Und jetzt? Was ist das? Scheiß Ding! Scheiß Kiste! Zeig mir deine Geheimnisse! Zeig mir deine Geheimnisse! Zeig mir deine Geheimnisse! Warum nicht? Vor allem die Kiste sieht so aus, als könnte man irgendwas machen. Oder die. Oder die. Irgendwie was übersehen? Da. Schnappt euch den Papierkram und zerstört den Rest. Wir haben keine Zeit, das Schloss zu knacken. Zurück! Dagon. Aha, okay. Verbrennt alles. Seht zu, dass ihr die Anzeigen erwischt. Dann schauen wir uns das mal an. Okay, zuerst. Logisch. Sind sie durchgebrannt. Durchgebrettert. Wir haben keine Zeit, das Schloss zu knacken. Zurück! Da haben sie alles durchsucht. Schnappt euch den Papierkram und zerstört den Rest. Dann sind sie hier durch und haben die Tür versiegelt. Ei, Vater. Mehr für eure Dagon. Oder so. Und dann haben sie es hier verbrannt. Verbrennt alles. Seht zu, dass ihr die Anzeigen erwischt. Mehrere Männer sind in das Hauptquartier der Expedition eingebrochen.
Was sie nicht mutwillig zertrümmert haben, haben sie verbrannt. Das Archiv und sogar die Zeitungen. Alter. Unsere Psyche geht's immer schlimmer. Glücklicherweise ist es nicht anhaltend so. Schauen wir mal. Fallmappe. Mehrere Personen mit Innsmouth-Syndrom brachen das Hauptquartier der Expedition ein und zerstörten alles, was sie in die Finger bekommen konnten. Sie verbrannten einen Großteil der Expeditionsarchivs. Entschuldigung. Wissenschaftliche Forschungsberichte, Protokolle von Befragungen der Einheimischen, Fracht- und Ladelisten und sogar Zeitungsartikel. Anzeigen. Gedankenspiel. Das Archiv im Hauptquartier der Expedition wurde zwar verwüstet, aber dennoch gibt es Hinweise, denen ich nachgehen kann. Die Teilnehmer der Expedition verließen die Stadt auf einem Frachtschiff, das von einer Anlegestelle der Grim Haven Bay ablegte. Möglicherweise gab es in letzter Zeit Anzeigen im Oakman Chronicles bezüglich des Frachtschiffs. Ah. Also, wenn ich es richtig verstehe. Karte. Dorthin. Hallo? Die Anzeigen aus der Teilung finden. Ins Martha verwüstetes Büro. Aber sonst gibt es eigentlich nur das, was man nachlesen sollte, oder? Ja. Dann schauen wir mal. Da habe ich jetzt, glaube ich, alles. Und ja, ich muss genau in die Richtung. Zeigt er jetzt nicht die Dinger wieder an? Lass mich raten? Okay. Dann muss ich so. Gut gemacht. Muss ich schon sagen. Obwohl, ja, geht. Hat mir ja gesehen, das eine Mal, wo ich echt verwirrt war. Hier ist die Telefonzelle, wo ich... Nein, hier ist die Polizei. Die Telefonzelle ist da. Achso, boah, ich dachte, das wäre ein Monster oder sowas. Come and take it from my cold dead hands. Okay. Komm und reiß es meinen kalten, harten Händen. Da vorne war das. Oakman Chronicle. Darf ich nochmal reden? Passen Sie auf sich auf. Ah, natürlich. Für weitere Informationen. Ja, das können wir schon. Wir haben hier. Das Archiv von der Expedition wurde zwar verwüstet, hä? Die Heimnehmer der Expedition. Personengruppen. Ich würde sagen, sonstige. Thema. Artikel, Interviews. Warte, Personengruppen, Journalisten müsste das sein, oder? Ja. Zeitraum. Weiß man nicht. Bezirk. Es müsste Grim Haven sein. Und Thema. Suchen? Nein. Hä? Dann Nachrichten, dann bei Personen eventuell. Ne, Bezirk eventuell. Wir waren jetzt in Coverside. Hä? Wählen Sie den Hinweis. Teilweise verbrannt, okay. Für uns ist geliefert wegen Haven Bay. Ja.
Nicht später als Freitag. Ich weiß es mal. Hm. Schon Expedition. Wo ist. Achso, Old Grove. Ich kann was halt komisch. Old Grove? Nein. Hä? Vor allem muss geliefert werden. Grimhaven. Also ist wahrscheinlich in Grimhaven Bay. So würde ich mal sagen. Nicht später als Freitag. Letzter Anzeigen, okay. Also. Bezirk Grimhaven Bay. Thema Anzeige. Zeitraum. Boah. Prominent. Anzeige. Journalisten? Nach der Flut? Ich, vielleicht anstatt Grimhaven Bay Old Grove? Dann kein Zeitraum, sondern Personengruppen? Hä? Folgendes muss geliefert werden. Verantwortlich für die. Robert Throckmorton gab mir den Schlüssel. Befindet sich in der Richtung, ne? Ein Cover Site. Hä? Also, Robert Ach so, in seinem. Oh, leck mich doch mal. Bezirk nicht Old Grove, sondern Cover Site. So eine Gruppe Prominente. Anzeiger. Sonstige. Journalist. Thema Anzeige, ja. Verbrannte Zeitungen. Das Archiv im Hauptquartier der Expedition wurde zwar verwüstet, aber dennoch gibt es Hinweise, denen ich nachgehen kann. Die Teilnehmer der Expedition verließen die Stadt auf einem Frachtschiff, das von einer Anlegestelle in der Grimhaven Bay. Objekt möglicherweise gab es in letzter Zeit eine Anzeige, dann muss doch Grimhaven Bay sein. Es muss Prominente sein. Hä? Artikel, Interviews, Nachrichten, Titelseite. Boah, das Archiv im Hauptquartier der noch gibt es Hinweise, die nicht nachgehen kann. Die Teilnehmer der Expedition verließen die Stadt auf einem Frachtschiff, das von einer Anlegestelle in Grimhaven Bay. Nach der Flut? Gab es in letzter Zeit Anzeigen Oakland Chronicles wirklich des Schrafffahrtschiffs? Also müssen es Anzeigen sein. Thema Anzeigen, ja. Mehrere Personen mit Insta-Mouth sind umgebracht, das Hauptquartier der Expedition einzustellen. Also sie in den Fingerprint. Sie waren irgendwas. Protokoll Befragung der einheimischen Fracht- und Ladelisten und Zeitung zu zeigen. Was ist hier? Grimhaven Bay, Grimhaven Bay. Das war jetzt sein Haus in Old Grove, also muss es Cover Site sein. Thema. Hä? Bin ich jetzt nicht. Bin ich jetzt noch vollkommen bescheuert? Archiv. Wähle in der Benutzeroberfläche des Archivs den Hinweis aus, mit dem du recherchieren möchtest. Und lege drei Suchkriterien fest, um das Archiv nach relevanten Informationen zu durchforsten.
Schau mal, wenn du den richtigen Hinweis und die richtigen Zugriffe in gewählt hast, erhältst du neue Informationen der Fallmappe. Ja, suche ich doch die ganze Zeit. Verdammt nochmal, ey. Oakmont, Oak Grove. Keine Schlussfolgerung, weck mich doch am Arsch. Ich möchte aber gerne mal wissen. Datum habe ich jetzt auch nicht. Ich weiß also nicht, ob es jetzt vor oder nach der Flut ist. Ich bin im Oakmont Chronicle, ja. Boah. Finanziert eine Expedition, mit der Ursache für die Massenhysterie in Oakmont auf den Grund zu gehen. Dabei sollte der Meeresgrund nahe Oakmont untersucht werden. Der Kontakt mit der Expedition brach schon bald ab. Aber dabei ausfindig zu machen, ob sie nur tot sind oder noch am Leben sind. So, den ich nachgehen kann. Die Teilnehmer der Expedition verließen die Stadt auf einem Frachtschiff, die von einer Anlegestelle in der Grim Haven Bay Bezirk, würde ich sagen, Grim Haven Bay. Das ist jetzt das, was mich ergeben würde. Personen, ja, Forscher, also sonstige, weil ich, kann man die jetzt als Journalisten abheften, weiß ich jetzt nicht. Deine Anzeige. Letzte Zeit Anzeigen. Oakmont Chronicle, ja. Ich habe das noch nicht. Doch wer halt ein Dokument. Habe ich das nicht schon längst eingetragen? Ich. Wenn nicht, dann bin ich echt ehrlich. Der 30 Teuner Titania kann geheuert werden und ist zu Transport- und Forschungszwecken unter Wasser ausgerüstet. Die Kosten belaufen sich auf 60, 70 Patronen pro Woche. Oder den entsprechenden Gegenwert. Interessenten werden sich für die taglichen Details bedanken. Kapitän Jeremiah Sanders, Anlegestelle 3, Hafen von Oakmont, Bezirk Grim Haven Bay. Alter, halt mich doch mal Arsch. Hallo. Passen Sie auf sich auf. Ich fühle mich jetzt echt verarscht. Grim Haven Bay. Ja. 3. Alter, ich mich echt verarscht, Entschuldigung. Extrablatt, Extrablatt. Die wichtigsten Nachrichten des Tages. Wollen Sie eine Zange? Okay. Ich muss mit dem Boot jetzt Richtung hier hin. Ja, was ist einfach das? Einfach geradeaus, oder? Nein. Hier? Ja. Map. Aber was da? Ich werde mal ankommen. Cyclops 2. Oh, boah, ist das mean. Mies. Wenn ich dann erinnert, ich ist doch Cyclops, oder? Doch, das Schiff ist schon Cyclops, bin ich mir sicher. Whisper Street, war nicht noch was von der Whisper Street? Schwimmen? Muss ich mal schauen. Karte. Ja. Da schauen wir mal. Bei meinem Glück komme ich da in die Schlange, ne? Ah. Yep. Da haben wir's.
Es sind nur befallene Gebiete. Schön, toll. Editieren, löschen. Wird mir das etwa nicht angezeigt? Doch. Ah. Editieren, löschen. Zweimal hier. Weil das brauche ich da echt nicht mehr. Toll. Ich muss mich jetzt mal wieder rausfummeln hier. Wieder ändern. Oh, das ist nervig. Karte? Ja. Dann würde ich sagen. Hier lang? Ja. Das ist nicht echt schon cool. So Venedig-mäßig, aber auch meine ist gruseliger. Hallo? Ja, sind die rein? Hallo? Ah, hier kann ich auch schneller machen. Okay, das ist echt blöd gemacht. Fitzo Callahan Street, war nicht auch noch was? Drone. Ja. Obwohl jetzt momentan muss es mich nicht interessieren, weil ich da eh noch nicht durchkomme. Dann ist es da jetzt hin, oder? Ja. Wie steht das Schiff? Scheiße. Was passiert da? Was war das denn? Oh. Viech. Ah, das ist die Schaufel. Hallo. Das ist so witzig. Ja. Was glotzen Sie so, Neuankömmling? Drock, verschwinden Sie! Ja, ich gehe ja schon. Muss ich die Richtung? Ja. Huch. Bist du ganz bugfrei, das Spiel überhaupt nicht. Da ist doch schon wieder eingekommen. Ja, das Spiel ist nicht ganz bugfrei. Ah, das ist noch eine Schnellreise. Grimhaven Bay Zentrum. Was ist denn da vorne? Ist das ein Laden? Sie sind der Kerl, der sich um die Probleme am Hafen gekümmert hat. Sie scheinen ein guter Spürhund zu sein. Wollen Sie sich etwas dazu verdienen? Gerne.
Sie bezahlen, ich arbeite. Um was geht es? Ah, ein Spürhund mit einem Riecher fürs liebe Geld. Ich heiße Vincent, aber Sie können mich Vince nennen. Finden Sie das Logbuch eines meiner Schiffe. Es heißt The Pride. Charles Reed, darf ich Ihnen diesbezüglich ein paar Fragen stellen? Sicher doch. Warum suchen Sie nach dem Logbuch? Das sage ich Ihnen vielleicht, wenn Sie den Auftrag erledigt haben. Aber im Moment müssen Sie das nicht wissen. Kein Problem. In meiner Branche kommt man nicht weit, wenn man für Diskretion kein Verständnis hat. Was können Sie mir über die Pride sagen? Ich brauche irgendwelche Anhaltspunkte für meine Ermittlungen. Ich weiß nicht, wo sich das Schiff befindet. Jedenfalls ist der Kapitän ein Patriot und hat immer eine Fahne mit an Bord. Zuletzt war das Schiff wohl mit Chemikalien in Metallfässern beladen. Die Pride könnte tausende Meilen entfernt auf dem Meeresgrund liegen. Warum glauben Sie, dass ich das Schiff finden werde? Wäre es hoffnungslos, würde ich Sie nicht engagieren. Einheimische Trunkenbolde sagten, Sie hätten eine Barge auf der überschwemmten Straße nahe dem Fischmarkt gesehen. Gut. Ich werde mich dort umsehen und Ihnen das Logbuch des Schiffes bringen, falls ich es finde. Man sieht sich. Liebe Pride finden. Großzügige See. Ja, schauen wir das sofort mal rein. Auftragsangebot. Ein Mann namens Vincent will mich damit auftragen, das Logbuch eines Schiffs zu finden. Er wartete in der Nähe des Eingangs von Oak Mountain Hafen. Die verschollene Barge The Pride ist mit Chemikalien Metallfässer beladen. Ihr Kapitän soll ein Patriot sein. Angeblich wurde die Barge auf der bestimmten Moorland Road nahe der Kreuzung mit der Old Colony Street im südlichen Teil des Bezirks Vichelles gesehen. Okay, Vichelles war weiter oben, oder? Ja. Old Colony Street. Und Mona. Vichelles Süden. Ja, guter Witz. Mail Old Colony. Das Old Colony. Und wo ist die Moorland? Ich hab die Moorland immer auch nicht mal gesehen. Window. Inner. Window Salvation. Moorland. Hier ist die Moorland. Und das ist die Old Colony. Ich dachte, es wäre ein Laden, weil es hier so als hell beleuchtet ist. Ja, aber zuerst gehen wir hier. Ja, und hier sind wir beim letzten Mal ohnmächtig geworden. Hä? So. Wenn ich in ein helleres Gebiet gehe, ist der obere Balken immer dunkler. Ja, doch dunkler. Wenn ich in ein helleres. Wenn ich in ein dunkles Gebiet gehe, ist es heller. Wenn ich in ein helles Gebiet, ist es dunkler. Genau mal andersrum. Cool. Das ist. So. Also noch ein weiter. Nachdem ich ihn gefragt habe, auch eine Aufnahme ausmachen. War eigentlich gerade was? Hi. Ne, okay. Wie gesagt, diese verseuchten Gebiete werde ich erst dann machen, wenn ich vom waffentechnischen her ein bisschen sicherer bin. Beziehungsweise wenn es, vor allem wenn ich um einiges mehr Schaden mache. Ah, genau. Die Tür gibt nicht nach. Warum? Warum nicht? Die Tür gibt nicht nach. Oh. Komisch.
Scheiße? Nein. Alles okay? Kaul, sei Dank. Endlich. Hey, Hilfe! Hilfe! Was ist hier los? Kreaturen aus dem Meer. Auf der Anlegestelle. Hab mich hier versteckt. Aber die Wände werden sie nicht aufhalten können. Bitte helfen Sie mir. Was für Kreaturen? Wovon reden Sie? Wild Beaster. Sie sind wegen dem Blut gekommen. Sie fressen die Toten. Ich suche Kapitän Sanders. Ist er hier am Hafen? Haben diese Kreaturen ihn erwischt? Ich habe Sanders gesehen. Helfen Sie mir. Dann sage ich Ihnen, was ich weiß. Huch. Mehr als Kreaturen am Hafen. Okay. Bis dahin noch nichts? Komisch. Fallmappe. Der Hafenmeister bat mich darum, die Kreaturen zu töten, die aus dem Meer kamen und um die Anlegestelle unsicher machen. Anschließend wird er mir von Kapitän Sanders erzählen. Ich schaue erstmal. Zu so etwas kann nur ein Wahnsinniger fähig sein. Ne, hier sehe ich. Kannst du mir von denen? Um ehrlich zu sein, ich habe gehofft, dass ich ein bisschen looten kann. Diese Statuette würde sich in jeder verschrobenen Sammlung gut machen. Oh ja. Zeitchartervertrag. Ich, Kapitän Jeremiah Sanders, verpflichte mich hiermit dazu, alle Teilnehmer von Robert Throckmortons Expedition sowie die in der beiliegenden Nadelliste aufgeführt eine Fracht an Bord meines Schiffs Titania zu nehmen und die Expedition bei tiefen Messungen und Tauchgängen zu Unterwasserforschungszwecken bzw. für Beobachtungen der Meeresfauna zu unterstützen. Die aufgeführten Dienstleistungen werden an vertraulichen Stellen in der Court Bay erbracht. Anschließend übernimmt die Titania den Transport aller Expeditionsteilnehmer zum Hafen von der Oakmont. Der Lohn beträgt 70 Patronen. Cape Cod. Da waren Markierungen, aber sie wurden entfernt. War was? Nein. Warum keine Spiegelbilder? Das finde ich echt schade. Also so, heutzutage ist es nicht wirklich schwierig. Nach dem, was ich weiß. Oh. Die Monster haben nicht viel übrig gelassen. Das ist schon das richtige Schiff Titania. Was wollte ich noch haben? Wow. Da ist auch noch ein Toter. Erschossen. Aus nächster Nähe. Alter. Das ist der Revolver. Jede einzelne Kammer wurde geleert, aber riecht noch nach Schießpulver. Das hast du nicht? Ah. Ja, toll. Eine Patronenhülse. Yay. Überhaupt nicht alles?
Ah, hier. Oder auch nicht. Hä? Ja, ich... das war's doch schon. Oder noch was? Ah. Da haben einige Leute ganz schön gebechert. Ja, toll. Aber ich hab noch nicht alle... Ne. Ah. Jetzt ist... Zu saufen? Nach allem, was wir gesehen haben? Sagst du, dass wir keinen Rum mehr kriegen? Ich muss herausfinden, was genau hier passiert ist. Was ist das? Nichts mehr zu saufen? Nach allem, was wir gesehen haben? Sagst du, dass wir keinen Rum mehr kriegen? Dann würde ich sagen, hier. Ins Meer mit dir! Stirb! Stirb! Jeweils eine Axt stirbt, eine Axt stirbt, zweite Axt rein und dann das. Du kannst mich nicht umbringen! Nimm das! Aus irgendeinem Grund ist die Mannschaft durchgedreht. Nur einer ist entkommen. Boah, ich finde das mit diesen Psycho-Dingern immer wieder geil. Warte, eine Sache, die ich noch gucken möchte. Karte. Ermittlungsschauplätze. Das Symbol erscheint, sobald der Ort entdeckt wurde. Die Farbe des Symbols ändert sich abhängig vom Stand der Ermittlung. Sobald der Fall abgeschlossen wird, das Symbol entfernt. Schlüsselhinweise gesammelt, alle Hinweise gesammelt. Also ich habe noch nicht. Ha. Die Monster haben nicht viel übrig gelassen. Ja. Ja, ins Wasser möchte ich jetzt nicht steigen. Da ist ein Blutfleck. So etwas kann nur ein Wahnsinniger fähig sein. Ja, das wissen wir schon. Hm. Erschossen. Ja. Aus nächster Nähe. Das ist der Revolver. Jede einzelne Kammer wurde geleert, aber riecht noch nach Schießpulver. Oh, fehlt auch die letzte Axt. Da. Ah, Munition. Oh, wir sind etwas Gutes. Ich habe eigentlich was anderes gesucht. Was ist das? Nichts. Da ist doch was. Ja, okay. Ich habe jetzt aber eher noch... Ah, jetzt bin ich wieder da. Okay. Ich suche aber eigentlich die Axt. Auf jeden Fall eine Axt geschmissen, das wissen wir ja, aber egal. Ich gehe mal wieder zurück zu ihm. So. Hi. Die Kreaturen sind erledigt. Und jetzt erzählen Sie mir von Sanders,
Er ist vor ein paar Stunden zurückgekommen. Diese Dinger, sie sind wegen ihm aufgetaucht. Was ist auf der Titania passiert? Es war schrecklich. Ein Massaker. Hab Schüsse gehört und bin nach draußen. Und da habe ich alles gesehen. Blutende, sterbende Seeleute. Das Blut ist ins Wasser gelaufen und dann... Dann sind die Wild Beaster gekommen. Dieser Sanders, was für ein Mensch ist er? Ein Neuankömmling. Scheint ganz in Ordnung zu sein. Ein fähiger Kapitän, der seine Mannschaft gut behandelt. Okay. Ich muss Sanders finden. Wo ist er? Hab ihn weglaufen sehen. Gleich nach der Schießerei. Bin zur Anlegestelle. Aber hab dann nicht gesehen, wo er hin ist. Haben Sie sonst noch jemanden von der Expedition gesehen? Nö. Nur Sanders. Ich wette, außer ihm hat es keiner zurückgeschafft. Danke. Okay. Ah, okay, jetzt habe ich alles. Fallmappe. Unter den Besatzungsmitgliedern der Titania kam es zu Kampfhandlungen. Nur eine Person überlebte, wurde jedoch schwer an der Schulter verletzt. Ich, Kapitän Jeremiah Sanders, das wissen wir schon. Gedankenspiele. Verwundeter Seemann. Kapitän Sanders verletzt. Der Hafenmeister sah, wie Kapitän Sanders in die Anlegestelle verließ. Der einzige Überlebende der Kampfhandlung an der Anlegestelle in der Grim Haven Bay ist ein Mann, der nun schwer an der Schulter verletzt ist. Kapitän Sanders ist der vorletzte Mann und versucht nun, sicher medizinische Hilfe zu bekommen. Ne, hab ich schon gedacht. Der Hafenmeister sah, wie Kapitän Sanders die Anlegestelle verließ. Der einzige Überlebende... Medizinische Hilfe. Also würde ich sagen, das Krankenhaus. Hier. Ereignisse auf Titania. Alle Schlüsselhinweise gefunden. Alle Hinweise gefunden. Ich schaue mal im Allgemeinen, ob ich hier vielleicht was übersehen habe. Ah. Da war schon was. Toll. Obwohl, man darf eigentlich... Man muss sich über alles freuen, was man hat. Oder bekommen hat. Ja. Dann würde ich jetzt mal sagen, mache ich jetzt meine Aufnahmepause und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Da, ja. Das ist also jetzt erstmal für Visiting King City. Interessant. Echt gut. Also, gutes Spiel. Es erinnert mich an viele Spiele, die ich auch sehr gut finde. Ja. Also, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Beim psychischen Horror-Action-Spiel. Würde ich aber mal sagen. Ja. Schauen wir mal, was das nächste Mal die Psyche so für uns auf hat. Bis dahin. Ciao. Und bleibt bei Verstand.